So war es anno dazumal, als sich die Väter unserer Urgroßväter noch mit relativ harmlosen Waffen bekämpften. In Erbach gab die Akademie der Fechtmeister einen historischen Rückblick auf die Fechtkunst der verschiedenen Jahrhunderte. Die Gladiatoren kämpften mit Schild und Spitzschwert und das sogenannte Gottesgericht wirkte mit Keule und Hakenschild. Dann kam die temperamentvolle Zeit der Degen und Stoßrapiere. Aber auch damals hat es Schweiß und Blut gekostet, ehe man seinem Fürsten untertänigst den Sieg vermelden konnte. 1956 sieht es anders aus. Und trotzdem hat der Fechtsport nichts von seinem historischen Reiz verloren. Technik und Taktik der sportlichen Auseinandersetzung entsprechen dem Ernstfall. Das Kampfmoment in seiner ursprünglichen Form bleibt immer gewahrt. Beim Florettfechten hat der Kämpfer die Aufgabe, auf einer bestimmten Trefffläche vom Kragenrand bis zur Leiste durchzustoßen. Hier probt der Schüler einen Ausfall mit geradem Stoß und Schritt vorwärts. Der Säbel ist eine Hieb- und Stichwaffe und der Schüler greift an mit Kopfhieb und Finden. Der Lehrer pariert und repostiert sauber und in Sekundenschnelle.